Stäbchen in der Mitte. Warten noch ein bisschen, bis wir auf Sendung sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Weisheit, willkommen im heutigen philosophischen Café der Humanfabrik, zu dem wir eingeladen haben Valentin Gröbner, Professor an der Universität Luzern, der unlängst, eigentlich vor 2 Jahren, schon einmal Gast in der Romanfabrik war, zusammen mit Beatrice von Hirschhausen, zu einem Vortrag Grenzen und Phantomgrenzen in Europa. Seitdem blieb er mir als Geschäftsführer der Romanfabrik in bester Erinnerung und habe verfolgt, was er so publiziert. Und da bin ich darauf gekommen, dass 2019 in einem Wiener für Philosophie spezialisierten Verlag, einem Passagenverlag, sein Essay Wer redet von Reinheit, eine kleine Begriffsgeschichte, veröffentlicht hat. Er hat in der Zwischenzeit auch wieder anderes publiziert, aber ich bin bei dem Thema Reinheit, was mich faszinierte, hängen geblieben, und dann schrieb er mir, dass er zusammen mit jungen Kollegen einen neuen Band vorbereite, der jetzt auch gestern wirklich von der Druckerei frisch herausgebracht wurde, frisch erschienen ist. Gestern war Buchvorstellung in Luzern, nein, in Zürich. Zürich. In Zürich. Die wahre Reinheit. Also die Reinheit, welche Rolle die Reinheit spielt in der Werbung. Werbung im weitesten Sinne, darf man sagen. Denn das Thema ist so weit aufgefächert von der Werbung, wie wir sie kennen, bis hin zur reinen Muttergottesmilch, die eine Rolle spielte in der, sagen wir mal, religiösen Werbung. Diesen Abend wird, wie gewohnt, mit moderieren Ruth Hart-Schleblein. Guten Abend. Früher bekannt als Radiostimme auch von HR2, unserem Lieblingssender. Valentin Gröbner wird mit einem Kurzvortrag beginnen. Er hat auch einige Bilder mitgebracht, die uns zeigen will, die alle im Internet zu sehen sind, wie nennt er das, im Elektrobuch dieser Ausgabe. In diesem Band selbst sind sie nur schwarz-weiß, das heißt, heute sehen Sie sie aber alle in Farbe, in voller Schönheit, in reiner Schönheit. Ja, Valentin Gröbner hat einen Kurzvortrag vorbereitet, wir werden uns danach auf dem Podium mit ihm unterhalten, vielleicht sogar ein bisschen streiten. Am Ende sind Sie herzlich eingeladen, an dem Gespräch teilzunehmen. Dafür haben wir ein Funkmikrofon für Sie vorbereitet. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. In Pandemiezeiten ein kleiner Schritt Richtung Wagnis, aber wir sind alle hier 2G+ getestet. Und Sie können sich einigermaßen sicher fühlen für die 90 Minuten, die folgen. Bitte, Herr Kröbner. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und weil es um die Reinheit geht, fange ich am besten gleich mit mir selber an. Ich habe heute Morgen geduscht und mir die Zähne geputzt. Aber ich bin, nehmen Sie es nicht persönlich, ein Biotop auf 2 Beinen. Auf jedem Quadratzentimeter meiner Haut wohnen mehrere 10.000 Bakterien. Milben und winzige Spinnentierchen. In meiner Mundhöhle und auf der Oberfläche meiner Zunge krabbeln Amöben, unter den Fingernägeln und unter den Achselhöhlen und zwischen den Zähnen jede Menge Bakterien und im Darm sowieso. Ich trage viele Milliarden sehr kleine Mitbewohner auf und in mir herum, deutlich mehr als ich selbst Körperzellen habe. Und die gehen vom Duschen auch nicht weg. Sonst hätte ich sehr schnell sehr große Probleme.
Und nehmen Sie es mir nicht übel, bei Ihnen ist das genauso. Der menschliche Körper ist eine extrem geräumige Wohngemeinschaft. Mikrobiom ist der Ausdruck, den die Medizin seit 20 Jahren dafür verwendet. Nicht nur, dass alle Menschen auf diesem Planeten ohnehin sehr eng miteinander verwandt sind. In unserer DNA steckt auch sehr viel Erbsubstanz, die unsere Vorfahren durch horizontalen Gentransfer erworben haben. Und das ist nicht das, woran Sie jetzt denken, sondern gemeint sind Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren, die in unserem Genom deutliche Spuren hinterlassen haben. Wir haben etwa ein Zwölftel aller Gene, die wir haben, haben wir deswegen. Also wie jetzt, Reinhard? Wer in den letzten 30 Jahren ein Methodenseminar in irgendeinem kulturwissenschaftlichen Fach besucht hat, der hat dort gelernt, dass Reinheit nie etwas Ursprüngliches und immer schon Dagewesenes war und ist, sondern ein kollektives, imaginäres Ordnungssystem, eine Konstruktion. Der Gegenbegriff zum Reinen, die Hybridität, ist deswegen in den letzten 20 Jahren auch zum coolen Zauberwort geworden, von der Migrationsforschung bis zur Gegenwartskunst. Wenn man aber die Welt der akademischen Theoriedebatten verlässt und in die Apotheke geht oder in die Drogerie, dann ist die Reinheit allgegenwärtig. Und zwar als erstrebenswertes und durchaus kostspieliges und vor allem unwiderstehliches Ideal. Also reine Alpenmilch, hergestellt aus reinen Bioölen, reine Schurwolle, deutsches Reinheitsgebot. Und es geht natürlich noch weiter. Da war ich zu schnell. Wir werden auf praktisch jedem Produkt der modernen Warenwelt, das mit dem menschlichen Körper in Berührung kommt oder zum Verzehr bestimmt ist, findet sich auf der Packung der Hinweis auf Reinheit oder das Versprechen, dass Sie als Käuferin durch den Konsum dieses Produkts rein werden. Reinheit ist ein Wunsch. Wir wollen etwas zurückhaben, was wir als unser eigentliches, eigenes auffassen, unsere eigenen Ursprünge. Das heißt, reden über Reinheit ist, glaube ich, nicht nur bei Vichy, reden über geträumte Anfänge. Es verweist auf eine entfernte, aber mit dem Sprecher oder mit der Drogerie oder Apotheke eigentlich eher, eng verbundene Urvergangenheit, inklusive des Versprechens, dass man dadurch, dass man diese blauen, auffällig oft blauen und hellblauen Flaschen durch den Kauf dieser Flaschen sozusagen sich zurückbeamen kann in diese Urvergangenheit. Reinheit ist kein Zustand. Reinheit ist eine Erzählung. Eine Erzählung mit Materialisierungen, die man kaufen kann. Wieso? Und ich bin Historiker und als Historiker hat man zu den Fortschrittserzählungen ein gewisses Verhältnis. Etwas wird anders, aber was wird eigentlich anders? Und wieso ist ein Begriff im 21. Jahrhundert so erfolgreich, der eigentlich längst auf die Mülldeponie oder die unterirdische Deponie von anderen Zauberworten von früher gewandert sein müsste, in der die Superbegriffe aus dem 18. und 19. Jahrhundert längst liegen, nämlich zum Beispiel Rasse oder Volksgeist. Das waren auch mal große Konzepte, die extrem gut funktioniert haben. Was ist das für ein Konzept, das von einem vom Hauptquartier Drogeriemarkt aus oder Bioladen die Macht hat, all das, was wir als unsere modernen Errungenschaften beschreiben, darunter so Kleinigkeiten wie Säkularisierung, Rationalisierung und die Aufklärung durch ein modernes wissenschaftliches Weltbild, einfach zu verschlucken und in Argumente für Reinheit umzukodieren? Denn was die Reinheit angeht, bewohnen wir eine quasi mittelalterliche Welt von magischen Erscheinungen,
wie in der Signaturenlehre des 14. Jahrhunderts, in denen das Aussehen die Eigenschaften bestimmt. Und aus dieser Wunderwelt des 14. Jahrhunderts, würde ich sagen, Schach ist auch das milde, lächelnde Frauengesicht, sehr gerne mit Kind, von unspezifischem Alter, eine Frau, die gleichzeitig Jungfrau und Mutter ist, die mich in jeder Fußgängerzone oder in jedem Anzeigenteil im Euro- oder Weltformat ansieht. Die Chiffre für Reinheit, und damit spätestens damit sind wir in der Geschichte, die Chiffre für Reinheit, also Reinheit ist vor allem mit der Farbe Weiß oder mit den Kombinationen Weiß-Blau, seit der Propagierung der unbefleckten Empfängnis Maria durch die Bettelorden am Ende des 13. und am Beginn des 14. Jahrhunderts so fest in ein traditionelles Bildrepertoire des christlichen Westens eingebaut, dass man mit ihr eigentlich für alles werben kann. Werbung, ich zeige Ihnen jetzt, weil ich ein boshafter Mensch bin, ein Plakat, das einen unglaublichen Wirbel wegen Rassismus ausgelöst hat. Aber natürlich nicht in Europa, sondern anderswo. Von einer deutschen Firma mit einem blauen Etikett. Werbung hat ja einen schlechten Ruf. Werbung ist aufdringlich, Werbung ist banal. Und in den Geisteswissenschaften, vor allem in den Fächern, die für das Schöne zuständig sind, bei den Philosophen und Kunsthistorikern, da ist es eher bäh, sich für Werbung zu interessieren. Niemand will Werbung oder niemand sagt, dass er oder sie Werbung will. In dem Haus, in dem ich wohne, steht auf jedem Briefkasten, bitte keine Werbung. Und jeder Briefkasten ist voll mit Werbung. Und das ist schon sehr lange so, mindestens 100 Jahre. 1898 warnt ein Autor in der Pariser Revue des Deux Mondes das allgegenwärtige farbige Werbeplakat, ich zitiere, erschöpfe die Fantasie des Menschen durch seine vibrierende Sinnlosigkeit. Die alten, wahren Bilder würden von den neuen, flüchtigen Bildern, weil die viel größer und viel bunter sind, bedroht und zerstört. Darin gibt es einen kleinen Widerspruch. Die alten, wahren Bilder werden von den neuen, falschen Bildern zerstört. Aber der ist seit 1898 den Kulturpessimisten völlig egal. Mich hat das Verhältnis zwischen Reinheit und Werbung interessiert, weil es eine sehr mächtige historische Darstellungstradition gibt, die für etwas so Kompliziertes wie die Immaculatio Conception, die unbefleckte Empfängnis, also die Empfängnis des Jesuskindes als Mensch, aber ohne Sex, weil es dafür eine Chiffre gibt, eigentlich seit dem Alten Testament, aber eben auch in den Predigten des 14. Jahrhunderts popularisiert, nämlich Milch. Zahlreiche Tafelbilder, seitdem es große populäre Tafelbilder der Jungfrau Maria gibt, gibt es die Jungfrau Maria, die in dem Fall niemand geringer als Bernhard von Clairvaux einen dünnen Strahl, ich weiß nicht, wie gut Sie es sehen können, einen dünnen Strahl aus ihren Brüsten sozusagen in den Kopf, es geht ums Formulieren, weil es sozusagen hinüberspritzt. Es gibt sehr viele Tafelbilder, wo die Milch aus den Brüsten Marias direkt auf die armen Seelen im Fegefeuer tropft, um sie zu erfrischen und um ihren zukünftigen Transfer in den Himmel vorzubereiten. Und dann gibt es natürlich die große Bildtradition der Maria Laktans. Ich zeige Ihnen jetzt einfach ein paar, die allesamt ziemlich berühmt sind. Die Haarfarbe von Maria wechselt viel stärker als ihre Hautfarbe, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Der lesende Mann im Hintergrund ist großartig, ne? Das finde ich auch. Die Chiffre von der reinen Milch und von der Entsprechung
von Milch als Chiffre für theologische, das heißt philosophische Reinheit, ist so stark, dass sie nicht nur in der katholischen Welt, also es gibt berühmte Zitate von Luther, der den Busen Maria gar nicht toll findet. Gefolterte Jesuskörper hat er kein Problem, aber gegen die Brust Maria, gegen die Darstellung der Brust Maria polemisiert er sehr schnell oder sehr stark. Aber trotzdem gibt es auch in der reformierten Welt, im Protestantismus, ab dem 16. Jahrhundert und vor allem dann im 17. und 18. Jahrhundert, die Traktatliteratur der sogenannten Katechismusmilch. Das heißt, die richtige Art, die Heilige Schrift zu lesen, ist die Milch. Und noch Friedrich Schiller lässt in seinem Wilhelm Tell 1803 seinen Helden laut über die Milch der frommen Denkungsart resonieren. Das ist in der Szene, kurz bevor er dann in der hohlen Gasse abdrückt. Das Weiße der Milch wandert als Inbegriff der Reinheit, wandert im Zeitalter der Industrialisierung von der Brust auf die Haut. Kosmetik ist ein neuer Begriff des 19. Jahrhunderts, setzt sich zusammen mit neuen Hautcremes und Lotionen durch, die auf Zinkoxid-Emulsionen beruhen ab den 1860er Jahren und die im Gegensatz zu ihren jahrhundertelang verwendeten Vorläuferprodukten die Haut aufgehellt haben oder Damen zu sehr heller Haut verholfen haben, aber die keine giftigen Bleiverbindungen mehr enthalten haben. Und die wurden ab Beginn der 1870er Jahre als Schönheitsmilch vermarktet. Es ist ganz interessant, dass sie die Signalfarbe hellblau ebenfalls mit übernommen haben. Wir können uns Reinheit ohne Bilder von Körpern nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, ein handfestes Stück Mittelalter im 21. Jahrhundert. Ich glaube auch, dass sich Werbebilder, vor allem bunte Werbebilder auf Plakaten, als die direkten Nachfolger der bunten religiösen Bilder des späten Mittelalters beschreiben lassen. Und es ist ja die demonstrative Künstlichkeit dieser Darstellungen, die ihnen ihre Wirkung verleiht. Das heißt, weil es hier eben nicht um etwas Realistisches geht, funktioniert das Werbeplakat. Auch das ist ein schönes Beispiel. Ungefähr gleichzeitig mit der Einführung der neuen Kosmetika auf Zinkoxidbasis erscheinen übrigens zuerst in der Schweiz, dann überall in Europa und in Amerika vollständig neu hergestellte Markenprodukte, für die dieses Plakat Werbung macht, nämlich Milchpulver und Dosenmilch, keimfrei und naturrein. Um zu zeigen, dass man die leicht verderbliche Milch jetzt ganz rein kaufen kann, aber dass die ganz, ganz lange haltbar ist, bitte stellen Sie sich eine Welt vor, in der es keine Kühlschränke gibt und in der man an einem Sommertag ein Glas Milch auf den Küchentisch stellt. Wie sieht dieses Glas Milch um 8 Uhr abends aus? Sehr anders. Um diese neue Haltbarkeit der Milch als Dosenmilch zu visualisieren, braucht es neue Bilder. Und die stellen erstaunlich häufig oder eigentlich fast immer die Gletscherberge im Hintergrund dar, auch wieder in weiß-blau. Übrigens ein globalisierter Markt von Beginn an. Werbung, hat der italienische Philosoph Emanuele Coccia geschrieben, lehrt eine ganze Menge Dinge. Mit der größten Selbstverständlichkeit bringt sie Fiktionen hervor, um eine höhere Welt zu erzeugen als diejenigen, in der wir uns befinden. Intensiver, deutlicher. Wie mittelalterliche und barocke Architekturfassaden erzeugen Werbeplakate demonstrative visuelle Illusionen. Sie sind unser Medium für das Übernatürliche. Werbung, schreibt Coccia, ist ein totales Moralprojekt, das sich an alle richtet.
weil wir alle mögliche Konsumentinnen und Konsumenten sind und nicht mehr nur an eine Oberschicht wie ihre Vorgänger. Werbung möchte Umerziehung sein und deswegen benutzt sie Gegenstände oder Dinge, die dem Publikum schon vertraut sind und verdichtet sie zu einer Art von Emblemen, Emblemkombinationen, Aggregaten. Und das Tolle ist, dass Werbung seit ihrem Beginn, seit den 1890er Jahren, ihrer Zielgruppe nichts weniger verspricht als Erlösung aus den Paradoxa der Industriegesellschaft. Sie handelt von Verwandlung mit magischen Mitteln. Und das ist ja schon Walter Benjamin in den 1920er Jahren aufgefallen, dass im Zeitalter von Rationalisierung und Elektrifizierung Werbung weiterhin hemmungslos, vitalistisch, synkretistisch, religiös und infantil funktioniert. Und in diesem Zauberreich der bunten Bilder und Texte hat die Säkularisierung ebenso wenig stattgefunden wie die Entzauberung der Welt, wenn die Entzauberung der Welt überhaupt irgendwo stattgefunden hat. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Werbeplakate sind deswegen wirksam, und das sagen die Leute, die sie machen, auch seit 100 Jahren, weil sie eine eigene Wirklichkeit erzeugen, damit der Passant stehen bleibt und schaut. Oder damit der eilige Zeitungsleser auf der Seite verweilt. Und die Bilder für unverfälschte, reine und natürliche Produkte müssen genau jene Fabriken und industriellen Anlagen zum Verschwinden bringen, die sie überhaupt erst erzeugen. Das heißt, das Tolle ist, dass Werbung handelt immer davon, wie das Produkt erscheinen soll, aber das hat nichts damit zu tun, wie das Produkt tatsächlich hergestellt wird. Am besten geht das natürlich mit Infantilisierung und Sexualisierung. Das heißt, Reinheit sagt von sich selber auf diesen Plakaten, und das finde ich schon eine Herausforderung, ich weiß nicht, wie Philosophen damit umgehen, dass es einfach so ist und dass wir wissen, dass es eigentlich immer schon so hätte sein sollen. Das heißt, Reinheit ist deswegen Reinheit, weil sie jede Art von Erinnerung an die Art, wie sie hergestellt wird, erfolgreich gelöscht hat. Und deswegen sagt Werbung auch die Wahrheit, nämlich die Wahrheit über die Werbung. Sie gibt Auskunft über die, sie sagt, dass sie eine lustvolle Fiktion präsentiert. Und selbstverständlich geht es hier um Magie, dass die Dinge richtig gebraucht ihre Eigenschaften auf die Benutzer übertragen könnten. Unschuld und die Rückkehr zu den eigenen reinen Ursprüngen inbegriffen. Sie pur. Sie léger. Das ist eine relativ alte Evian-Werbung, aber wenn wir uns Evian anschauen, aus den 1930er und 1950er Jahren bis in die 10er Jahre, dann sehen wir eine gewisse Kontinuität. Werbung heißt Glauben an Bilder, und ich sage Ihnen was, abgesehen von einigen wenigen spektakulären Verkäufen auf dem Kunstmarkt, sind das die Bilder, für die in der Gegenwart am meisten Geld ausgegeben wird. Denn große Kampagnen kosten sehr schnell sehr hohe Beträge. Ich habe Ihnen was mitgebracht als Exotismus. Ich frage mich, ob das in Deutschland funktionieren würde. Das ist eine Schweizer Bank hatte ein kleines Imageproblem und hat daraufhin einen neuen Namen bekommen und diese Art von Werbung gemacht. Jetzt sagen wir die Wahrheit über Geld. Und dann kann man das lesen. Es ist bei mir um die Ecke, ist eine stille Wohngegend, deswegen ist das Plakat billig. Anderswo am Bahnhof ist das schon ein bisschen teurer. Und wenn es groß genug ist, ist es noch ein bisschen teurer. Werbung war in bestimmten Phasen des 20. Jahrhunderts eine spektakuläre Wachstumsbranche, nach dem Ersten Weltkrieg bis in die 30er Jahre.
und dann ab den späten 1950er Jahren noch einmal, aber das ist vorbei. Seit 2010 schrumpft die Werbung und verlagert sich durch die teilweise, verändert sich durch die teilweise Verlagerung ins Netz. Kleine Agenturen schließen zum ersten Mal seit den 50er Jahren und die Honorare sinken. Das erzählen mir Leute mit Sorgenfalten auf der Stirn und die Fluktuation nimmt zu. Und ich frage mich natürlich als Historiker, immer dann, wenn etwas zum Objekt historischer Forschung wird, beginnt es zu schrumpeln und zu verschwinden. Im Nachhinein fällt mir natürlich auf, die Gründung der ersten Institute zur Geschichte der Arbeiterbewegung fielen im Nachhinein ziemlich exakt mit dem Beginn des Zerfalls eben dieser Arbeiterbewegung zusammen. Und dasselbe gilt für die Ökologie und die Alternativkultur. Die wird heute von Historikern und Historikerinnen erforscht, weil sie ihre politische Wirkung großteils verloren hat. Und dasselbe gilt für Popmusik als Jugendkultur. Das heißt, was wir Historiker erforschen, als Gegenstand akademischer Untersuchungen, wenn erstmal eine Diss über etwas geschrieben wird, ist es vorbei. Das ist der akademische Todeskuss. Oder, und das ist die zweite, noch ein bisschen beunruhigende Variante, mit der ich dann aufhören würde, oder sind wir jetzt alle Werber in eigener Sache? Also meine Fakultät, die kriegt immer neue Forderungen an möglichst wirksame Selbstdarstellung, Anstrengungen um Sponsoren und Drittmittel, um Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung, das wird dem Macher der Romanfabrik auch nicht unbekannt sein. Möglicherweise sind Wissenschaft und Werbung viel weniger voneinander, weit voneinander entfernt, als wir gerne annehmen möchten. Werbung will... Ah, habe ich es gar nicht? Smart und schön sein. Aber sie handelt eben von der eigenen Käuflichkeit. Die Kritik am Werbeplakat ist sehr alt, ich habe es schon erwähnt. Sie geht seit 150 Jahren in immer neue Runden. Ständige Aufpeitschung der Sinne hat der jüdische Sozialist Max Nordau 1896 in seinem Bestseller mit einer ganz fatalen Wirkungsgeschichte Entartung beklagt. Und ein Schriftsteller, den ich sehr mag, Stepan Zwardoch, der beschreibt in einem Essay von 2019 ein pastellfarbenes Pilzgeflecht aufdringlicher Plakate voller optimistischer Verheißungen, nächtlich leuchtender Reklamen. Sie wuchern und machen sich breit mit den fetten Hintern babylonischer Huren, ergießen sich aus Fenstern und Schaufenstern und verdrängen alles andere aus der Stadt. Zitat Ende. Babylon, die Huren, das sind ganz schön starke Bilder. Und übrigens, logisch, er kommt aus Polen, sehr christliche Metaphern. Werbung produziert unreine Bilder. Und mir geht es, wie Stepan Zwardoch, ich arbeite über Werbeplakate, weil sie mir auf die Nerven gehen. Aber gleichzeitig, glaube ich, vermitteln sie etwas über unseren eigenen Alltag und über Geschichte und über die Geschichte der Reinheit. Und sie vermitteln Informationen über die Wechselwirkungen von Simulation und Wirklichkeit über Geld und Dreck. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Gröbner. Sie haben angesprochen, dass die Philosophie da ein Manko hätte. Dem möchte ich widersprechen. Diese Idee, die Sie da entwickelt haben, ist ja viel älter als die Idee von der reinen Geburt Jesu oder von der reinen Jungfrau Maria. Bei Platon finden wir doch schon diese Idee der reinen Idee, die im Übrigen farblos ist, und weiß ist keine Farbe in diesem, wenn man es heute betrachtet, ist weiß auch eine Farbe, weil sie eben auch Schmutzelemente enthält, weil es gar keine absolute Reinheit gibt, so wie es kein absolutes Nichts und nach Hegel auch nicht gibt, so gibt es eben auch keine absolute
Weisheit, aber im Sinne von der philosophischen Idee bei Platon, ist das eben genau die Loslösung vom Materiellen. Das heißt, die Loslösung von dem Ursprung der Produktion, von dem Körperlichen, was Reinheit ermöglicht und in die reine Existenz, in die ätherische Existenz der Betrachtung der ewigen Ideen führt. Also ist eigentlich die Idee der Werbung viel, viel älter, nämlich 4., 3. Jahrhundert vor Christus. Und wenn man weitergeht, wenn man also auch historisch, philosophiegeschichtlich weitergeht im Blick auf Julia Kristeva, die ja diese Idee der Reinheit zurückführt auf Essensvorschriften und auf den Holocaust an, nach der Sintflut, als Noah die Reinen von den unreinen Tieren trennt und dann die Unreinheit ja immer verbunden ist, auch mit der Frau. Die Hygienevorschriften in der alten jüdischen Tradition sind ja, betreffen vor allem die Frau, die eben Blutungen hat, die von daher gefährlich ist, weil sie ansteckend sein kann. Und das wird dann historisch, philosophiegeschichtlich zurückgeführt auf das Judentum als Bollwerk gegen die Mutterreligion, gegen die paganen Religionen der Umgebung. Soweit jetzt mal einen anderen oder tieferen Horizont, philosophischen Horizont, den ich einbringen möchte. Das mittelalterliche für die Antike, in der Antike kenne ich mich zu wenig aus. Für mich ist ein Wissenschaftler immer jemand, der darüber Auskunft geben kann, wovon er nichts versteht. Und das ist bei mir bei der Antike auf jeden Fall der Fall. Ich verstehe viel zu wenig davon. Aber in der Welt, in der bunte Bilder in großen leuchtenden Farben auftauchen und wirkungsmächtig werden, in unserer religiösen Welt, das heißt im 13., 14. Jahrhundert, können sich Milch und Blut sehr wohl ineinander verwandeln. Die werden als dieselben zwei Erscheinungsformen desselben Prinzips aufgefasst. Milch ist deswegen so sehr mit Jungfräulichkeit und nicht stattgefunden, versuchen Sie mal, nicht stattgefundenen Sex zu visualisieren, das ist gar nicht so einfach. Es sei denn, man greift zu Milch, weil Frauen normalerweise entweder menstruieren oder Milch oder stillen. Das wussten die Leute im Mittelalter selbstverständlich, und die hatten die Vorstellung, dass das giftige Menstruationsblut durch den Körper der Frau umgewandelt wird in nährende Muttermilch. Dass das eine sozusagen dieselbe Flüssigkeit ist wie das andere. Das mittelalterliche Körperbild nimmt den Körper nicht als Maschine wahr, sondern als eine Art von großen, als einer großen Lavalampe, in der Flüssigkeiten in unterschiedlichen Aggregatzuständen und Temperaturen zirkulieren und physische Wirkungen oder Krankheiten oder Alter erzeugen, physische Prozesse. Das heißt, Sie merken, ich bin kein Philosoph, sondern ich versuche aus so etwas wie eine Wahrnehmungsgeschichte von Reinheit zu machen. Welche Chiffren eignen sich besonders gut, um etwas, was es nicht gibt, zu visualisieren, nämlich diese Art von Abwesenheit des vermeintlich Verunreinigenden. Als jemand, der mal Philosophie studiert hat, könnte ich jetzt auch noch die Kritik der reinen Vernunft einbringen. Ich lasse es sein, es wird sonst zu kompliziert. Aber die Idee, mit zwei Ideen haben Sie mich gepackt, Valentin Gröbner. Die eine Idee ist, dass die Werbung mit der Reinheit, in der ein Produkt präsentiert wird, die Herstellungsweise regelrecht negiert.
Das heißt, der ganze Schmutz der Industrie ja, wird gewissermaßen durch die Werbung reingewaschen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, der vielleicht den weiteren Horizont noch aufdeckt, ist, dass mit dieser Werbung etwas Magisches geschieht. Ein Zauber ausgeübt wird. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist, wenn ich also mit dem Weiß, vielleicht abgemildert durch ein helles Blau, bei Nivea klassisch kombiniert, das weiße Jungfräuliche mit gewissermaßen dem traditionellen blauen Mantel der Jungfrau Maria kombiniert, was ist das, was diese Reinheit anziehend macht, außer medizinischen Aspekten? Ja? Also was ist das Reine, was sozusagen eine Wirkung hat, die subkutan uns injiziert wird durch das Betrachten dieser Werbung? Wir verstehen zunächst einmal gar nicht, warum es uns anmacht, ja? Warum es uns berührt, diese Reinheit. Das heißt, es gibt scheinbar im Menschen, nicht im Einzelnen, sondern in der Menschheit und jedem Menschen, eine Sehnsucht nach Reinheit, die meines Erachtens, wenn ich über mich nachdenke, damit zusammenhängt, dass ich an mir erfahren habe, was Schmutz ist. Also ist das Gegenteil von dem, dass man sich befleckt, beschmutzt, egal ob sexuell oder draußen in der Scheiße gespielt hat als Kleinkind oder auch zu Hause. Es ist etwas, wo es uns hinstrebt zu dem Rein. Und da stellt sich mir die Frage, ist das etwas, was mit unserer Kultur, westlich, christlich zusammenhängt? Oder ist das gewissermaßen anthropogenetisch? Steckt das in jedem Menschen drin? Also da ist für mich ein Rätsel. Woher kommt dieses Streben nach Reinheit? Ich glaube, es ist vorreligiös, oder zumindest vorchristlich. Das ist nicht meine, sehen Sie, also wenn ich ein... Was ich hier vortrage, sind die Ergebnisse eines Forschungsprojekts vom Schweizerischen Nationalfonds, wo wir uns gefragt haben, wir untersuchen die Produkte, die Werbung von drei Produkten, nämlich Marienmilch-Reliquien, also die zwischen dem späten 13. und frühen 16. Jahrhundert. Alle Kirchen in ganz Europa hatten Marienmilch-Reliquien. Ich erkläre Ihnen gleich, warum. Zweitens die Werbung für ein ganz neues Industrieprodukt, nämlich Dosenmilch, ein Schweizer Exportschlager. Mhm. Kondensmilch, das Verfahren zur Haltbarmachung von Milch. Das sind die Wurzeln der Firma Nestle, aus denen ja was geworden ist. Und das Dritte sind eben Kosmetikprodukte für reine Haut, die ab dem späten 19. Jahrhundert auftauchen und ihren Konsumentinnen, zum Teil auch den Konsumenten, aber großteils Frauen, einen reinen Teint versprechen. Und das haben wir sozusagen eingegeben. Das ist die Aufgabe, dafür kriegen wir Geld vom Schweizerischen Nationalfonds, das erforschen wir. Das heißt, deswegen bin ich noch viel positivistischer, als ich eh schon bin, und sage, jetzt schauen wir uns erstmal die Texte und die Bilder an, die es dazu gibt. Und in den Texten und in den Bildern kommt natürlich von der platonischen Ideenlehre nichts vor. Aber es ist trotzdem präsent. Auch. Ja, aber das Vertragte an der platonischen Ideenlehre ist, dass sie ebenso wie die Unterscheidung zwischen Substanz und Erscheinung. Das? Erscheinung überall ist. aber ich finde es viel interessanter, mir ganz konkrete Bilder anzuschauen. Zum Beispiel das hier, eine Kampagne von Evian. Evian, ein sehr erfolgreicher Hersteller von Mineralwasser im Besitz eines sehr, sehr erfolgreichen multinationalen Konzerns. Jeder Liter Evian, den Sie im Supermarkt kaufen, braucht zwei weitere Liter Wasser und einen Viertelliter Erdöl zu seiner Herstellung. Die Kampagnen von Evian sind
erst einmal daran interessiert, diese Tatsache zum Verschwinden zu bringen. Evian war der erste Hersteller, der PET-Flaschen eingesetzt hat. PET-Flaschen, die in den letzten 30 Jahren eine Umweltkatastrophe unglaublichen Ausmaßes auf den Meeren verursacht haben. Evian fühlt sich dafür nicht wirklich zuständig. Versuche mit biologisch abbaubaren PET-Flaschen sind gescheitert, weil die Evian-Manager gesagt haben, gelbliches Plastik verkauft sich nicht. Ende der Debatte. Sie können sich ja auch selber fragen, ob Sie diese Flasche Rossbacher kaufen würden, wenn das Plastik ein kleines bisschen gelb wäre. Das heißt, ich würde immer versuchen, die spannenden großen Fragen, die Sie stellen, auf möglichst konkretes Material in einem konkreten Konflikt runterzubrechen. Das ist der Grund, warum Historiker so Kleinigkeitenkrämer sind. Weil wir versuchen sozusagen, wir sind weder an großen Antworten noch an großen Fragen interessiert, sondern wir sind an kleinen Fragen interessiert, die wir möglichst robust und belastbar beantworten können. Aber Sie brauchen Ideen. Ach, sowieso. Und die kriegen wir. Und die kriege ich zum Beispiel in diesem Papier natürlich von dem großartigen italienischen Philosophen Emanuele Coccia, der einfach die Frechheit hat, zu sagen, Werbung ist das Gute. Und zwar aus einer ganz kühl argumentierenden Beobachtung der Werbekampagnen, der er lebt nicht mehr in Italien, sondern lehrt jetzt in Paris. Also es bringt ihn wohin. die Art und Weise, was ihn im Alltag umgibt. Und das ist auch etwas, ein bisschen auch mein eigenes Credo als Historiker, deswegen habe ich Stepan Twardoch zitiert. Werbung ist wahnsinnig aufdringlich. Und weil sie so aufdringlich ist, ist sie halt wirklich interessant. Sie versucht mich mit Unterstützung der Stadt Frankfurt, die ihr dafür die notwendigen Plakatflächen verkauft, ob ich will oder nicht, mich auf andere Gedanken zu bringen. Und zwar nicht auf meine, sondern auf solche wie diese hier. Okay. Sie verstehen, was ich meine. Ja, ja, aber eine der Ideen, die Sie ja doch benutzen, ist ja die von Karl Marx aus dem Kapital, die Magie, die Seele, die wahren Seele, die Realabstraktion, die Verleugnung der Herkunft. Das ist ja das, was wir alles aus der marxistischen Theorie hin, dann, Sie haben ja Benjamin auch erwähnt, Adorno, Lukács, Entfremdung, das sind doch alles, also diese magische Wirkung der Waren, die hat ja besonders Benjamin interessiert und das verwenden Sie doch auch. Ja, natürlich. Also nur ich finde, Magie ist ganz oft eine Art von Blackbox. Also wir verwenden das Wort Magie gerne als Abkürzung für etwas, wo wir uns nicht die Mühe machen wollen, wie genau die Erzeugung und Übertragung und Fokussierung unserer Empfindungen vom Bild in den eigenen Kopf oder meiner eigenen Empfindung zu dem, was das gewünschte Resultat erzeugen soll. Ich muss nochmal nachfragen, ohne diesen Begriff des Fetischcharakters, der Ware, könnten Sie doch gar nicht arbeiten, wenn nicht diese doch. Kritik, das beruht doch auf der Magie, dass also Marx den Kapitalisten vorgeworfen hat oder den seiner Zeit, ihr seid gar nicht so aufgeklärt, wie ihr tut, sondern ihr glaubt an Fetische, nämlich die Ware, die eben produziert wird und ihre Ursprung wird verleugnet und es gibt den Unterschied zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Daraus entsteht eine magische Wirkung. Das steckt doch hinter Ihrem Konzept. Ja, aber ich
Selbstverständlich, weil das ist der Werkzeugkasten, der sozialwissenschaftliche Werkzeugkasten, mit dem wir arbeiten. Aber als Historiker versuche ich natürlich ein bisschen noch einen Schritt weiter zu gehen und sage, okay, Moment, wo kommt der Begriff Fetisch eigentlich her? Aus der Kritik an der Aufklärung. Also, dass eben Leute sagen, die aufgeklärt sind, denen nachgewiesen wird, ihr glaubt an Fetische. Das Wort Fetisch ist portugiesisch, kommt aus dem 15. Jahrhundert, Feticio oder Fetissao, von lateinisch Factitius, Factitium, das Gemachte, und bezeichnet die heiligen Figuren, die im Kongo von den Portugiesen frisch christianisierten christlichen Königen des Kongo-Beckens verehrt werden. Das heißt, die christlichen Missionare kommen dorthin, sagen, du sollst hier kein Bild machen, hinterlassen ganz viele Bilder. Als sie das nächste Mal wiederkommen, haben die ingenuösen, frisch bekehrten kongolesischen Christen mit diesen Bildern neue Dinge gemacht. Und diese neuen Dinge werden Fetissao genannt und sind natürlich total verboten. Das heißt, ich glaube, es geht, und das ist der Grund, warum ich vorher gesagt habe, ich würde im Zweifelsfall nicht für Magie plädieren, sondern mir genau anschauen, wie wirkt eine bestimmte Kampagne zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Tolle an Werbung ist, und dass sie uns ermöglicht, einen Blick zurück auf das, was unsere Großmütter oder sogar Urgroßmütter richtig toll gefunden haben. Wenn Sie sich Werbung anschauen aus den 30er Jahren oder Werbung anschauen von 1890, die sieht völlig anders aus als heute und verwendet, wenn Sie so wollen, andere Fetische und andere Plausibilisierungsstrategien. Das hat einerseits mit Drucktechniken zu tun. Es gibt noch nicht, man kann noch nicht wirklich billig farbig drucken. Aber auch mit einem anderen Verständnis von, ich glaube, Autorität. Ich glaube, dass Werbung von Autoritäten handelt. Leuten, die als Garantiefiguren, in dem Fall ein berühmtes Fotomodell, auftreten. Idolen, von Idolen vielleicht. Damit sind sie natürlich auch wieder tief in der christlichen Bilderlehre. Idol ist das Götzenbild aus dem Alten Testament. Ich möchte deswegen weniger Platon, sondern ich möchte so ein bisschen, ich halte ja eine ganze Menge von Thomas von Aquin als Unterscheidungsmaschine. Der war kein netter Mensch, aber darum geht es auch nicht. Das hat funktioniert. Er war auch ziemlich dick. Aber das Dicke gibt mir das Stichwort. Ich lege es mir selbst sozusagen, hänge es mir selbst vor das Hirn, vor die Augen, vor die Inneren. Das Reine, jetzt hier auch in der Werbung, hängt zumindest, wenn ich die Buttergottesmilch mal abziehe vorläufig, damit zusammen, dass am Körperlichen etwas Unreines haftet. Das war auch ihr Entree ein bisschen, ne, mit all diesen Mikroben und den kleinen Viechern, die wir mit uns herumtragen. Was uns die Mikrobiologie einfach nur neu aufgetischt hat, was der Mensch aber offensichtlich schon immer wusste oder ahnte, dass am Körper selbst etwas Unreines ist. Und wenn wir eine reine Körpervorstellung haben, dann liegt sie so, sag mal jetzt in dem Alter zwischen 14 und 17 Jahren, so ungefähr, wo noch keine Falte zu sehen ist, wo der Muskel noch ein Muskel ist und nicht eine aufgeblasene Fettschicht auf der Haut, unter der Haut. Also da kann man sagen, das sind noch reine oder schöne Körper. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, der Körper selbst, der unrein ist, nicht weil er all diese kleinen Viecher in sich trägt, sondern weil an ihm auch die Sünde haftet, ja,
weil an ihm der Verfall haftet, die Zeit arbeitet gegen jeden Einzelnen von uns. Es sei denn, man überträgt die Hoffnung auf die Reinheit, auf das Paradies, egal welcher Weltreligion man anhängt, wo das dann wieder aufgehoben wird. Das heißt, das Reine, die Vorstellung von Reinheit hängt für mich zutiefst an unserer Körperlichkeit selbst. Und alles Unreine kommt ja gewissermaßen aus dem Körper, durch unsere Ausscheidungsorgane. Als Kind wird man dazu erzogen, auch wenn man es noch nicht selbst riecht und schmeckt, es ist unrein. Ja? Man muss sich reinigen danach, gilt ja nicht nur für die Frauen, wenn sie erwachsen werden. Sondern es ist so etwas, was eng mit uns zusammenhängt. Und all das sind Versprechungen, Heilsversprechungen, ja, aber ich dass, glaub, man, dass man da vielleicht den Weg herausfindet aus dem eigenen Bewusstsein der Unreinheit, den man auch nach dem Zähneputzen noch hat. Aber es gibt ja Leute, die hören gar nicht mehr auf, sich die Zähne zu putzen. Ja, aber ich glaube, da gibt es eine Unterscheidung, die ich einführen möchte. Es gibt in allen europäischen Sprachen die relativ deutliche Unterscheidung zwischen rein für ursprünglich und sauber für geputzt. Dann ist das Reine das Transzendentale. Und nein, ich glaube, dass Reinheit in der Form, in der sie mich interessiert und in der Form, wie sie zum Beispiel von den Kollegen von Evian visualisiert wird, im Grunde die Vorstellung einer Reise zurück ist. Man kann sich mit Hilfe von Evian in ursprünglichere Zustände zurückbegeben. Die Hände waschen wir uns sowieso. Sondern es geht eben nicht um die Keimzahl, sondern darum, die Zeit rückwärts laufen zu lassen. Deswegen geht es nicht ums Altern, sondern es geht um Unschuld als den Zustand, in dem eine Person noch nicht Sex gehabt hat, gesündigt hat. Paradiesisch. Ich glaube, dass die Kultur, auf der diese Bilder beruhen, die eine christliche Bildkultur ist, scheint mir, auf zwei Dingen beruhen. Erstens, wir haben alle dieselbe Art von Körpern. Das wäre bei Platon noch nicht der Fall gewesen. Die Antike geht von unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Körpern aus, die Christen nicht. Und das Zweite, dass der Körper zum Medium von religiöser Erfahrung deswegen wird, weil wir alle denselben haben. Die Reliquien erzeugen ihre Wunder dadurch, dass sie noch paradiesische Eigenschaften haben und die tröpfeln sozusagen aus den Reliquien raus und heilen dann Kranke und Wunder und so weiter. Die Milch, die in den christlichen Kirchen, die Milchreliquien der Madonna, also die Liebfrauenmilch, wie der Weinberg heißt, bei denen ist allen mittelalterlichen Gläubigen klar, dass es nicht Milch ist, sondern das ist ein weißer Kalk aus der Milchgrotte bei Bethlehem, wo der Mutter Gottes drei Tropfen beim Stillen des Jesuskind auf den Boden gefallen sind und daraufhin wurde die gesamte Grotte zu einem weißen Stein. Die konnte man nämlich kaufen. Alle Leute, die ins Heilige Land, die genügend Kohle hatten, um ins Heilige Land zu pilgern, sind nach Bethlehem gefahren und haben dort von den diensthabenden christlichen Fratres diese kleinen Pastillen, getrockneten weißen Lehmkalk gekauft. Und den konnte man zu Hause dann in Wasser aufschütteln und in einem durchsichtigen Glas auf den Altar stellen. Das ist die Marienmilch. Das heißt, ich glaube, es lohnt sich, nicht unbedingt den Ideen, sondern den materiellen Darreichungsformen der Reinheit, der PET-Flasche oder der Glasampulle. Da würde ich immer sagen, da schaue ich genau hin, das interessiert mich. Also Gegenstände und ihre Geschichte und ihre Vermarktungsgeschichte. Ja, ist ja auch sehr gut, dass man so phänomenologisch genau betrachtet. Ich komme von der Seite her. Was ist da? Ja, ja.
Zwei Sachen. Ich würde am Ende auffragen wollen, vielleicht dann zum Publikum hin, brauchen wir Werbung, können wir uns gegen Werbung wehren? Aber vorher noch eine ganz andere, einen ganz anderen Aspekt. Sie haben jetzt ganz bestimmte Werbesphären betrachtet. Es gibt doch aber gerade auch ganz andere Werbungen. Benetton, die dann eben damit geworben haben, mit dem, gleichzeitig mit dem in Mode kommen von Multikulturellem, mit der Vermischung. Auch im Übrigen, Michael, muss ich sagen, es gibt gerade bei den Ideen, wir haben immer von der gegenseitigen Befruchtung. Inzwischen soll man kulturelle Vereinnahmungen nicht mehr machen, aber wir sind immer davon ausgegangen, dass eine gegensätzliche Befruchtung von widersprüchlichen Ideen sogar sehr gut sein kann. Eine Verunreinigung, große Musik. Wagner ist ein einziger Schmutz, ist eine Verunreinigung von sehr vielen verschiedenen Musikstilen. Ja? Oder die ganzen neuen Musikstile sind ja immer Vermischungen. Gibt es nicht in der Werbung, Sie haben ja auch eine Kampagne gegen diese Weisheit, gegen diese Reinheit und Weisheit in Bezug auf ja jetzt Gender-Debatten oder sowas angedeutet, das Ganze. Ist es nicht nur ein Aspekt, den Sie herausgreifen, aber es gibt doch auch ganz andere Formen von Werbung, auch eben Beispiel Benetton. Stellen Sie sich für einen ganz kurzen Moment vor, wie dieses Plakat 2017 in Südafrika gewirkt hat. Alles ändert sich, wenn man ein anderer Betrachter, eine andere Betrachterin ist. Das finde ich eine der faszinierenden Aspekte an Werbung. Aber ich würde sagen, lassen Sie mich so sagen, Ich glaube, es lohnt sich, sich mit der Werbung auseinanderzusetzen, einfach deswegen, weil wir so unglaublich viel davon sehen. Und weil es ein ganz schlichtes Handwerkszeug von historischer Forschung unmittelbar macht, nämlich die Frage, wer hat das eigentlich bezahlt? Wer bezahlt dafür, dass Sie ein ganz spezifisches Plakat, das ich als in einer Welt von kommerziell agierenden Krankenkassen, in denen es keine staatliche Krankenkasse gibt in der Schweiz, dieses Plakat anschaue? Also was braucht es alles, dass diese Art von Werbung überhaupt einen so großen Platz im öffentlichen Raum einnimmt? Und da stelle ich mich natürlich die Frage erstmal, wie kommt das eigentlich, seit wann gibt es das Wort Plakat, seit wann gibt es diese Art von großen Plakaten und so weiter. Aber das ist ein anderer Zugang. Ich versuche, so wenig moralisch wie irgend möglich zu argumentieren, sondern erstmal hinzuschauen. Ich weiß auch deswegen nicht, ob Reinheit ein Wunsch ist. Ich wollte Ihnen noch etwas zeigen, weil es ganz wenige, sofern man nicht nach Kuba fährt oder in ein anderes sozialistisches Land oder in ein sehr armes Land, wo es keine Werbung gibt, eine andere Möglichkeit ist, in die Vergangenheit zu reisen. 2006 gab es in Wien ein Kunstprojekt, wo in einer Straße der Neubaugasse im 7. Bezirk, das ist so ein bisschen wie die Bergerstraße in Frankfurt, die haben alle Werbung und Ladenschilder überklebt, 2 Wochen. Und so sieht ein öffentlicher Raum, ohne Werbung aus. Wunderbar. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, wenn wir sagen, Werbung ist unrein, weil sie kommerziell ist, wie gehen wir dann mit dieser Art von gereinigtem Stadtraum eigentlich um? Die Läden übrigens in der Neubaugasse hatten den doppelten Umsatz in der Woche, weil halb Wien, ich war damals nicht in Wien, ich habe erst nachträglich davon erfahren,
es war im Rahmen der Wiener Festwochen, halb Wien ist hingefahren, hat sich das angeschaut, wie eine Welt ohne Werbung ist, sind aber natürlich trotzdem in die Läden reingegangen, weil sie gewusst haben, auch ohne die Hinweisschilder, was wo zu finden ist. Also mein Eindruck ist, das sieht wunderbar aus, eine großartige Performance, Kunst in der Öffentlichkeit. Es war natürlich auch ein Kunstprojekt. Ja. Das könnte man in Frankfurt in jeder 10. Straße machen. Und das würde vielleicht den Umsatz auch wieder steigern, aber die Straße selbst sieht schöner aus dadurch. Weil diese Werbung verunstaltet natürlich auch, sag mal, die Architektur, wenn es schöne alte Häuser sind. Verunstaltet die räumliche Wahrnehmung, weil man ständig abgelenkt wird, das Ganze zu sehen und nur das Einzelne sieht. Aber warum die Werbung da ist, das hängt mit dem Kapitalismus zusammen. Im Feudalismus gab es keine Werbung. Ja? Ich frage mich, ist das jetzt, wenn ich da durchgehen würde, würde ich mich fragen, ist das Werbung für die Post, für Jellusbrot? Super. Also es ist lustig, ich habe mir gedacht, gibt es eigentlich Farben, also ganz viele Farben sind, mir scheint, wenn ich bin Jahrgang 62, so schnell geht's, mir scheint, dass früher die Kodierung einzelner Farben, also eines ganz bestimmten Pantone-Werts mit einer Firma, noch nicht so fortgeschritten war. Also dass wir Magenta mit Telekom assoziieren, dass wir ein bestimmtes Rot mit Marlboro assoziieren. Coca-Cola. Oder Coca-Cola, dass wir Gelb mit der Post verbinden. Dafür ist unglaublich viel Geld ausgegeben worden, seit Mitte der 90er Jahre, scheint mir. Das ist aber natürlich in anderen Ländern anders. Also wenn Sie in Griechenland oder in einem anderen Land aufgewachsen sind, verbinden Sie mit dem Gelb möglicherweise was anderes. Aber Sie haben natürlich recht. Also so, jetzt Fragen im Publikum. Das war ja schon die erste. Ich hab nicht wirklich geantwortet auf Ihre letzte Frage. Können ja noch kommen. Ja. Danke, Michael. Grüß dich und sorry Hallo, für die Pierre. Verspätung. Aber ich habe genug gehört, um natürlich mir ein paar Gedanken zu machen. Und natürlich als Medievist, wie du, der Rekurs auf diese Longue Durée, im Besonderen des Mittelalters und die Anthropologie, die daraus entsteht und auf der, wie wir zum Teil noch leben, also führt mich dazu, nochmal zu sagen, zu pointieren zu dem Thema, dass in diesem Mittelalter natürlich die Kirche, grob gesagt, eine Schwierigkeit mit dem Körper insgesamt hat. Und wenn man so wirklich pointiert, zusammendenken will, dann hat man doch eine Religion, die relativ selten in der Welt zwei Sachen verknüpft. Also das heißt, nur die Männer können diese sakrale Funktion der Kirche übernehmen, indem sie gleichzeitig, und man muss immer das beides zusammen denken, indem sie nicht heiraten dürfen und sich nicht fortpflanzen. Und in diesem System, also systematischem Mentaldenken, spielt natürlich der Körper eine große Rolle und im Besonderen die Flüssigkeiten. Und da kommen wir allmählich natürlich zum Thema Reinheit. Also es sind Flüssigkeiten, die Männer und Frauen teilen, sozusagen so Spuck, Fäkalien, also alles, was der Körper produziert. Aber du weißt es selber als ich, wie viel Literatur natürlich produziert wurde in der Zeit über Milch einerseits und im Besonderen Blut andererseits. Und vielleicht kann man wagen, dass die Kirche nicht nur mit dem Körper, sondern vielleicht noch mehr mit dem Blut ein Problem hat. Und dass dann diese Verkoppelung, nicht heiraten, Frauen ausschließen und andererseits sozusagen zu gendern ab dem Blut,
eventuell ein Kernelement dieses mentalen Systems und das führt natürlich zu manchen vielleicht Vorstellungen der Reinheit. Also ein interessantes Beispiel dabei ist zum Beispiel die Figur von Martha. Also Martha, die man manchmal als eine Schwester von Maria, es ist aber nicht sicher, so wie allgemein in dieser Familie, man ist ja nie sicher, wer Bruder und Schwester ist, also wer möchte eine solche Familie haben und trotzdem, sie ist der Kernpunkt des christlichen Glaubens. Aber Martha, 12 Jahre lang, hat keine Menstruation oder besser gesagt, sie blutet permanent. Und da ist schon die Debatte, welcher Natur ist dieses Blut? Ist es menstruierte Blut, aber nicht, weil es nicht periodisch ist. Und wenn Jesus kommt, er trifft in einer Szene gleichzeitig Maria und Martha. Und Martha berührt Jesus und Jesus merkt, sie ist krank durch diese Anomalie und kann keine Kinder natürlich bekommen. Und Jesus sagt, du wirst jetzt gesund und Blut hört auf. Aber er sagt in der gleichen Zeit, aber siehst du, Martha, du bist eine Figur der Frauen, die jetzt Kinder haben werden oder besser gesagt, die sich fürs Haushalt, Familie, Ökonomie und so weiter. Deswegen ist sie die Patronin der Mägde auch, Martha. Mhm. Während er gleichzeitig sagt, Maria ist aber die gute Frau, unbefleckt und so weiter, das ist meine Mutter natürlich anders, aber allgemein. Und in der Ikonografie, und das hat doch mit der Werbung zu tun, wie ist immer Martha vorgestellt oder dargestellt, schon im Mittelalter, sie ist immer aufstehend, während Maria sehr oft sitzt und sie ist immer so in der Küche oder im Haushalt oder in einem Haus und so weiter. Und diese Darstellung der Reinheit oder Unreinheit über Blut durch zwei weiblichen Figuren prägt natürlich sehr stark diese andere Teilung der Rollen und der Reinheitsfiguren, die die männliche Kirche, die strukturiert ist durch nicht heiraten können, nicht fortpflanzen, und dass die Frauen keine Rolle da spielen. Zumindest in der Theorie. Genau, also das heißt, das System, das du beschreibst, hat, glaube ich, natürlich sehr wohl damit zu tun. Aber ich wusste das so gar nicht, weil ich natürlich auch viel weniger Spezialist für diese Art von Blutikonografie bin. Die Milch selbst ist ebenso wie Blut natürlich eine Flüssigkeit, die man durch Darstellung in gewisser Weise auf ewig in ein und derselben Farbe konservieren kann. Das heißt, alle diese Bilder, wie übrigens auch diese Fotografie ironischerweise, stellt natürlich die Zeit still. Und deswegen braucht es Bilder für die Visualisierung von Reinheit. Es ist gar nicht so einfach, Reinheit irgendjemandem plausibel zu machen in einer Welt ohne Gefrierschränke, ohne Bilder. Also da gibt es, glaube ich, so eine Art von praktischem medialen Darstellungsproblem, die sowohl Milch wie Blut verändern sich extrem binnen ganz kurzer Zeit und in Gesellschaften, die nicht vegan gelebt haben, wussten das auch alle Leute. Aber es führt nochmal zurück auf diese Idee von Julia Kristeva, ja, die eben das Alte Testament untersucht hat und diese Unterscheidung rein und unrein eben in Bezug bringt, auch auf Essensvorschriften. Die Älteren, ja, noch bevor die 10 Gebote erlassen wurden, gab es Essensvorschriften und Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren. Und die Unreinen dürfen eben nicht gegessen werden. Und das andere ist, was ich interessant finde mit dem Blut. Das Blut, die Frau, die blutet, ist eben potenziell eine, die ansteckt. Und wir wissen, dass das ist ja auch eine gewisse sogar phänomenologische, realistische Beobachtung. Durch Blut kann man sich anstecken.
Wir haben eine gewisse Redeordnung jetzt, bitte. Entschuldigung. Ja? Ich möchte noch einen Versuch wagen, dass wir das Ganze nicht nur jetzt auf den Seminar über Menstruationslehre reduzieren. Es geht auch darum, dass wir versuchen, den Begriff der Reinheit in Verbindung zu setzen zu dem Thema, das Sie besonders interessiert, der Werbung. Und da würde ich vom philosophischen Background sagen, Reinheit ist doch mehr als nur die reine körperliche Bestimmung von Zuständen, sondern bei Reinheit geht es doch philosophisch die Frage der Transzendenz, das ist das Wort, was ich einführe, die Transzendenz. Also ich nehme was Konkretes und will es auf das Ideal verlängern. Ja? Das macht teilweise auch die Werbung, indem sie eben halt mich im Problem zeigt und mir dann den Weg aus dem Problem heraus es geht andersrum, da sind wir ein bisschen mehr so in dieser platonischen Richtung unterwegs, da zeige ich das, die Idee, und von da aus deduziere ich die Realität. Aber beides hat immer die Transzendenz zum Thema, von etwas Konkretem unter eine Idealsituation zu kommen oder eine Idealsituation zum Ausgang zu haben, um dann von da aus abzuleiten. So, das ist das Thema Transzendenz. Und da ist Reinheit ein ganz guter Begriff. Der hat überhaupt nichts nur mit irgendwelchen körperlichen Flüssigkeitsdiskussionen zu tun, sondern hier geht es darum, dass wir an dieser Stelle zum Beispiel die Kritik der reinen Vernunft bei Kant, das hat nichts damit zu tun, dass wir hier irgendwelche körperlichen Zustände darstellen. Oder das reine Bewusstsein bei Hegel. Ja? Das ist auch etwas, was erst einmal die Form bestimmt, die dann nachher mit Inhalt sozusagen gefüllt wird. Das heißt, wir haben, mit anderen Worten, wir haben das Thema rein unter dem Begriff zu fassen, so meine These, dass wir etwas Konkretes unter eine Idealform bringen. Und damit ist natürlich die Richtung vorgegeben der Werbung. Oder aber ich zeige das Ideal und versuche auf diesem Weg rückwärts ein Begehren aufzuzeigen, dem ich nachgehe. Vielleicht können wir unter dem Aspekt Ihrem Thema noch etwas mehr Klammer geben, sonst sind wir nachher etwas weit weg von dem, was ich glaube, was der Untersuchungsgegenstand ist. Es ist ein Risiko, einen Historiker für ein philosophisches Café einzuladen, weil ich fürchte, ich gebe auf philosophische Fragen nicht philosophische und deswegen vielleicht auch einfach untaugliche oder ungenügende Antworten. Mich interessiert an Werbung das Moralprojekt der Werbung. Werbung will überzeugen. Werbung will Ihnen etwas zeigen, um Ihr Verhalten, nämlich Ihr Kaufverhalten, so direkt wie möglich zu beeinflussen. Und das finde ich eine interessante, also das ist, dafür wie banal Werbung ist, ist das ein relativ interessantes Problem. Nämlich, was muss ich den Leuten zeigen, dass die Leute ihr Verhalten wirklich ändern? Das ist das, worum es bei Werbung geht. Und ich habe Interviews gemacht mit Plakatwerbern. Ich finde Plakate interessant, weil die ganz schnell funktionieren müssen. Also im Gegensatz zu einem Werbeclip im Fernsehen oder erst recht im Kino, diese Kinowerbung ist ja so lang, es ist unendlich, muss ein Plakat ja innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen funktionieren. Ich kriege es gerade nicht wieder an, aber das macht nichts. Vielleicht gehen wir... Esk-Taste. Ah, und dann gehen wir da wieder drauf. Ja. Ich habe mich mit Plakatgestaltern unterhalten, eine preisgekrönte Firma, die jahrelang die Plakate für die Berlinale unter anderem gemacht hat. Und die haben gesagt, es gibt zwei Arten von Plakaten, katholische und reformierte.
Und ich habe gesagt, bitte, wie? Sagte, ja, natürlich, überleg doch mal. Das reformierte Plakat ist immer einfarbig im Hintergrund, hellgrau oder blau, hat nur Schrift, und zwar eine sehr serifenlose Schrift, also ganz klare, eine von diesen ganz klaren, modernen, betont nüchternen Signalschriften, Frutiger oder Helvetica, dass das ausschaut wie ein U-Bahn-Schild. Und die Message ist, wir sagen die Wahrheit, nur Text, sola scriptura. Und ich habe gesagt, shit, das stimmt. Und also Versicherungen werben so, Banken werben so. Und da habe ich gesagt, okay, sehe ich ein. Und wie Sie sehen, auch ein Plakatkonzern wie Clear Channel wirbt so für sich selber. Weil das war während der Pandemie und die hatten gerade keine Aufträge und dann haben sie für sich selber geworben. Und dann sage ich, okay, gekauft, sehe ich ein, aber wie ist dann katholische Werbung? Und dann haben sie gelacht und gesagt, hey, denk doch drüber nach. Es ist ganz einfach. Sichtbar geschminkte Models, tiefe Dekolletés, ganz viel Gold und Glitzer und so ein Bild, das sagt, hey, ich bin ein Bild. Ich bin nicht echt, aber ich bin nur wegen dir da. Und das ist dann katholische Werbung. Und das fand ich... Also von zwei Jungs aus der Branche und keiner der beiden hat Geschichte studiert, ich schwöre es. Ich war baff und dachte, wow, das kriege ich nicht unbedingt in philosophische Fachtermen hier, aber das liegt wahrscheinlich an mir. Bitte sehr, hier war noch. Hallo. Ich hab während des Vortrages habe ich zwei Figuren, die die Reinheit tragen, habe ich vermisst. Einmal im Mittelalter wären das die Engel, die im Grunde genommen die platonischen Ideen ins Göttliche dann, also als Zwischenstufe zwischen Mensch und Gott, ist da eben ein Engel. Ja. Haben auch keine Geschlechtsteile, übermenschliche Kräfte. Und werden auch oft als Kinder dargestellt. Ja. Und dann später habe ich die Edelsteine vermisst. Die Edelsteine sind ja wohl als Zeichen der Reinheit gültig. Ja. Und das Geschlecht, das gerne diese ganzen Sachen kauft, wie wir hier gesehen haben, die Milchprodukte und so weiter, die Kosmetik, da sind ja die Edelsteine auch ganz weit oben auf der Liste. Die sind sogar sehr mit der Zeugung der Kinder verbunden, also man steckt sich einen Ring an mit einem Edelstein, bevor es zur Sache geht. Das ist schon so ein Versprechen, was die Werbung transportiert. Also diese zwei Dinge, die Edelsteine und die Engel, die habe ich vermisst. Also gibt es dazu noch etwas zu sagen? Sehen Sie, es gibt so Momente als Historiker, da ist man ein bisschen frustriert. Man sitzt 3 Jahre an einem Projekt und dann kommt jemand in einer Podiumsdiskussion und sagt, Engel. Und man denkt, shit, er hat recht. Ja, das ist eine super Idee. Engel sind unterforscht in der Medien. Also ich weiß nicht, wie Pierre das sehen würde. Die sind wirklich interessant. Und haben eine von Beginn an tauchen, die sind die eines der großen Verbindungsstücke zu den anderen antiken Zivilisationen und selbstverständlich zur jüdischen Überlieferung. Tolles Fortsetzungsprojekt, würde ich wahnsinnig gerne machen. Mit den Edelsteinen. Ich habe jetzt hier zurückgeklickt auf eins der wenigen Bilder, wo ich Ihnen ein paar Engel geben kann, die interessanterweise die Farbe von Marlboro, nämlich dieses dunkle Rot haben. Aber das ist natürlich Jean Fouquet, das ist ein hochkomplexes Bild, das vor 3 Jahren zum ersten Mal seit 500 Jahren waren alle 3 Flügel wieder zusammen in Berlin zu sehen. Das war sehr beeindruckend. Das ist ja der Mittelflügel, es gibt noch 2 andere. Die Edelsteine sind deswegen so faszinierend, weil sie uns zurückbringen auf die Querverbindungen zu einer sehr viel größeren Welt. Edelsteine
kommen im christlichen Europa von weit weg. Diamanten werden vor dem 18. Jahrhundert nur an einer einzigen Stelle in der Welt gefunden, nämlich im heutigen Hyderabad in Uttar Pradesh in Zentralindien. Sonst gibt es keine. Sie sind aber aus der antiken Literatur bekannt und sind sozusagen das Symbol für Härte und Unzerstörbarkeit. Und die anderen, Rubine und Saphire, kommen aus Südindien und aus dem heutigen Sri Lanka seit der Antike. Mhm. Und das heißt, sehr viel von dem Material, das mittelalterliche christliche Künstler, Theologen, Bildermacher verwendet haben, kam von unendlich weit her. Und die Farbe Lapislazuli, die mit der Madonna in Verbindung gebracht wird, kommt aus einer einzigen Mine im heutigen Afghanistan. Das heißt, da sind wir wieder in dieser Produktgeschichte. Und ich versuche halt als Historiker Fragen zu finden, die das, was die Leute in ihren Köpfen gehabt haben und das, was womit die Leute umgegangen sind, im Idealfall so ein bisschen in konkrete Beziehungen zu setzen und den Querverbindungen zwischen den Dingen, der Materie und den Ideen nachzuspüren. Mhm. Das gelingt umso besser, je konkreter der Fokus ist und im Grunde ja je kleiner das Bild oder je begrenzter das, was mich interessiert. Aber die Idee mit den Engeln ist großartig. Vielen herzlichen Dank. Ich vermisse bei Ihnen die Toilettenpapierwerbung. Mit Reinheit zusammen. Im Buch kommt sie vor. Das Buch beginnt auf einer griechischen Hoteltoilette, aber desinfiziert. Und welche Farbe hat dann das Papier? Und welche Duft strahlt das Papier? Toilettenpapier ist natürlich ein unglaublich junges Produkt. Es hat keine so ehrwürdige Geschichte wie das Werbeplakat. Es kommt selbstverständlich in der Werbung vor. Und seitdem ich in einem indischen Hotel das auf dem Toilettenpapier den Aufdruck entdeckt habe, made of pure virgin pulp. das Foto ist im Buch drin. Ich habe es jetzt nicht auf dem Computer. Weiß ich um die, wenn man so will, transzendenten Qualitäten dieses Produkts. Aber erst seitdem. Ja, Herr Professor Gröbner, nochmal vielen Dank für den sehr inspirierenden Vortrag. Ich habe ein Thema noch nicht so richtig zusammengebracht. Sie haben gesagt, dass das Weiße steht für Reinheit, auch für das Ursprüngliche, für das quasi das Unverfälschte. Aber wir wissen, dass die Farbe Weiß in allen Produkten, die wir haben, mit sehr viel Aufwand hereingebracht wird. Also das Toilettenpapier, bestes Beispiel, ein riesiger Aufwand, um das zu bleichen. Das ist mit vielen anderen Produkten so. Und da es ja mittlerweile bei den Konsumenten durchaus einen Trend gibt, dass man dieses Künstliche, ja, also das Weißmachen wird ja durchaus als was Künstliches mittlerweile angesehen. Und das Ursprüngliche ist eher das naturtrübe Bier und das graue Recyclingpapier. Also wie passt das zusammen, das Ursprüngliche und das Weiße? Dass Papier so weiß ist, wie wir es heute kennen, ist noch nicht so lange so. Die Farben haben selbst eine sehr interessante Technikgeschichte. Ich glaube, dass wir heute, das kann man am Zucker ganz schön sehen, Zucker ist sehr lange, seitdem er als Zuckerrohrzucker nach Europa kommt, ist er sehr lange eher gelb oder braun. Und er wird mit großem Aufwand gereinigt, weil er dann teurer wird. Und dann gibt es auch Phänomene von Marktsättigung, wenn ganz weißes Papier und ganz klares Bier 90% des Marktes besetzt hat, ist es interessant für Firmen,
Naturtrübes. Naturtrübe Alternativprodukte, von denen man trotzdem schön betrunken wird, auf den Markt zu bringen. Mhm. Sie verstehen, was ich meine. Also da gibt es so eine Art von Logik von interner Marktdifferenzierung, die für die Werber selbst eine sehr große Rolle spielt. Oder Moden, oder? Oder Moden. Also es gibt etwas, was hin und her geht zwischen unterschiedlichen. In den 1980er Jahren, als ich studiert habe, sollte man eben kein weißes Papier verwenden, sondern das graue Ökopapier, das einfach uns davongebröselt ist, wenn ich das richtig sehe. Ich würde gerne nochmal auf den Reinheitsbegriff in der Gegenwart kommen. Wir haben ja jetzt so eine gewisse Historiografie des Begriffs und der Konnotation Reinheit diskutiert, aber vielleicht in der Gegenwart hat das nochmal einen interessanten Aspekt, und da wollte ich Sie fragen, was da Ihre Einschätzung ist. Mir kommt es so vor, dass Reinheit heute in der Werbung, und ich betrachte mal Werbung ganz sportlich als ein kodiertes Diskursangebot, so kann man das ja mal nehmen. Ja. Man muss ja nicht unbedingt drüber schimpfen, sondern kann das mal sportlich nehmen. Reinheit in der heutigen Werbung könnte etwas sein wie die Fiktion von einer Einfachheit der Welt, die heute gar nicht mehr da ist, und aufzeigt, oder warum adressiert Werbung mit Reinheit ein Bedürfnis von Menschen? Das tut ja Werbung immer, sonst brauche ich sie nicht, ein Bedürfnis adressieren. Dann könnte es ja sein, dass das Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion oder nach der Fiktion von Komplexitätsreduktion Reinheit als Metapher heute in Werbung so attraktiv macht. Wie sehen Sie das? Auch da kann ich einfach, ich bin sehr zurückhaltend als Historiker davon auszugehen, dass frühere Gesellschaften weniger komplex gewesen seien. Ich glaube, dass das Leben vor 100 Jahren mindestens so kompliziert war wie heute. Und dass vor 100 Jahren kann man es ganz gut sagen, oder vor 120 Jahren, dass das Bedürfnis nach verlässlichen Standards für Trinkwasser und nicht allzu großer Geruchsbelästigung mindestens so hoch war wie heute. Zumindest in großen Städten. Man muss sich nur die Geschichte der Cholera-Epidemien des 19. Jahrhunderts anschauen, um sich eine Vorstellung davon zu verschaffen, wie fragil Lebensverhältnisse auch in Frankfurt und in Hamburg in den 1870er, 1830er, 1870er, 1890er Jahren gewesen sind. Das heißt, ich würde Ihre Frage weniger in Bezug auf die Werbung, sondern in Bezug auf die Fiktion von einer Kontrollierbarkeit der Welt ummünzen. Wir wünschen uns Reinheit, einerseits um die Zeit zurücklaufen zu lassen, aber selbstverständlich nur dann, wenn es uns passt, und gleichzeitig um die Art und Weise, wie unsere eigenen Körper mit anderen interagieren, kontrollieren zu können. Ich habe gefunden, dass, weil ich gerade aus einem Land hier eingereist bin, wo alle Bestimmungen mit Ausnahme der Masken im öffentlichen Verkehr gestrichen worden sind vor einer Woche. Ich stelle fest, dass mir, Stichwort Interaktion und Kontrollierbarkeit, mein Bedürfnis nach größerem Abstand zu Personen im Gedränge hat deutlich zugenommen in den letzten 2 Jahren. Das ist vielleicht nicht nur, geht das nicht nur mir so. Da gibt es noch eine Meldung. Da scheint mir, da gibt es so etwas wie historische Erfahrungen, die ein bisschen dauern, bis sie sich durchsetzen und bis sie sich dann auch wieder auflösen. Und normalerweise, weil wir Körper haben und weil diese Körper den Körpern anderer Leute relativ ähnlich sind, verwenden wir den Körper so gerne als Reservoir für Metaphern, für alles, was mit Reinheit zu tun hat. Würde Ihnen das einleuchten als Antwort? Also, reden über Reinheit ist der Wunsch nach Kontrolle, vorzugsweise von Dingen, die wir nicht wirklich kontrollieren können. Ich habe eine Frage zu dem Wort Werbung.
Mir hat vor über 30 Jahren eine alte Dame in Marburg erzählt, das Wort Werbung sei die Ablösung des Wortes Reklame. Also früher hätte es Reklame geheißen, heute heißt es Werbung. Und dieser Wechsel gönge zurück auf einen Gießener Germanisten, Hans-Lorenz Stoltenberg, der also nicht übertrieben national war. Er mochte den Führer nicht, aber er hat versucht, deutsche Sprache rein zu machen. Super. Und die alte Dame war die Witwe eines Marburger Soziologieprofessors, Max Solms, und der hat das Wort Soziologie versucht, durch den Begriff Gesellungslehre zu ersetzen. Und das geht auf Stoltenberg zurück, und dadurch hat er sich um alle Wirkung gebracht, die ihm hätte widerfahren können. Aber eben die Dame, die Witwe von Solms, die sagte, das, was geblieben ist von Stoltenberg und seinem ganzen Bemühen, wow, sei also die Ersetzung des Begriffs Reklame durch Werbung. Super. Danke. Ich glaube, das klingt nach einem wirklich interessanten Recherchethema, weil Reklame, der ältere Begriff Reklame, ist im 19. Jahrhundert negativ behaftet, weil er mit täuschender Produktinformation in Verbindung gebracht wird. Und wird dann wieder positiv besetzt nach dem Ersten Weltkrieg. Und das dauert relativ lange. Und bis heute, also Werber reden ja gar nicht so gern von sich selber als von Werbung. Die sagen dann Produktinformation, Marketing, auch wenn das eigentlich was anderes ist. Da gibt es etwas, was die Käuflichkeit des Unternehmens immer wieder neu zum Verschwinden bringen soll. Und man muss sich ja nur die wechselnden Wortgeschichten des Wortes Propaganda anschauen, wo das eigentlich herkommt. Aus dem Instituto per Propaganda Fidei, von den Jesuiten. Selbstverständlich. Die Korrektur einiger bedauerlicher Irrtümer. Alle diese Worte haben sozusagen immer, sind selber ihr eigener Traktor, der in eine ganz bestimmte Richtung fahren soll und andere Spuren verwischen. Also sie haben sicher recht, sich anschauen. Advertisement. Herr Gröbner, vielen herzlichen Dank für diese doch sehr anregenden Diskussionen, und ich glaube, für auch ein philosophisches Café ist das immer gut, wenn man genauer phänomenologisch betrachtet, was ist da, und daraus vielleicht auch was herleiten kann und eben eine sehr interessante Diskussion sich daraus entwickeln kann. Und Sie brauchen Ideen, wir brauchen Anschauungsmaterial, und von daher denke ich, ist das eine gute Vermischung und keine reine Lehre. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Anwesenheit und Ihre reale Anwesenheit, Gott sei Dank. Reine Anwesenheit. Genau. Ich war auch ein bisschen erschrocken, als dann im Schweizer Fernsehen diese von einem Tag auf den anderen, alles sind auf der Straße, alles ist vorbei. Hoffentlich kommt es auch zu uns. In Luzern startet übermorgen die Fasnacht. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? In Basel auch? In Basel sind eine Woche später. Reinheitsmäßig, das ist so ein Aerosol-Festival mit Blasmusik. Lassen wir das. Sie die Nackenkappe. Danke sehr fürs Kommen. Suchen Sie uns wieder. Im Juli geht's weiter. Danke. Ich bin hier immer der Otto von Schamlo.